Herzlich willkommen, liebe Gin Tonic Freunde, hier aus dem Gin Tonic Newsroom. Heute präsentiere ich euch vier ganz besondere Gins und ich beginne mit einem der bekanntesten, dem Tanqueray No. 10. Wisst ihr eigentlich, wo die Nummer 10 herkommt? Die Nummer 10 ist die einzige Distille, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und ist dies bis heute im Einsatz. Er wird vierfach destilliert, 47,3%, ein wahres Geschmackserlebnis und wird sehr, sehr oft in den besten Bars der Welt als Basis für diverse Longdrinks verwendet. Der Panarea Island Gin, Panarea ist eine Insel nördlich von Sizilien, wird von einer italienischen Firma destilliert. Er ist sehr fruchtig und es werden ganz viele lokale Kräuter von der Insel verwendet. Und ich habe ihn probiert mit Heidelbeeren, probiert es mal aus, schmeckt wirklich sehr, sehr gut in einem Gin Tonic. Der Law Gin aus Ibiza, auch etwas ganz Besonderes, er wird mit zwei verschiedenen Wacholder angesetzt, hat Zitronen drinnen natürlich und auch Kaktusfeigen. Und wer schon mal in Spanien war, der weiß, was da ganz besonders ist. Pimientos de Padrón, die kleinen grünen Paprika, die frittiert und mit Salz gegessen werden. Auch die sind als Botanicals drinnen und natürlich Salz aus Ibiza, das auch nicht fehlt. Die Vienna Craft Distillery wird auch beim Vienna Gin Festival sein. Vienna Craft Distillery, eine Destillerie in Wien, wo man seinen eigenen Gin tagweise auch brennen kann. Da könnt ihr selbst hingehen und euch eine eigene Marke zusammen kreieren. Und sie werden mit dem Burlesquing beim Vienna Gin Festival sein und natürlich auch vielen anderen zum Probieren. Dieser ist ganz besonders floral und in einem Gin Tonic mit Granatapfel einzigartig zum Genießen. Es gibt noch ein paar Resttickets. Checkt euch die auf www.viennaginfestival.at. Es wird keine Abendkasse mehr geben, also schnell noch die letzten Tickets sichern. Das war's auch schon wieder. Wir sehen uns, euer Gin Tonic.